Liebe Natascha Kohnen, lieber Markus Rindersbacher, zuerst mal vielen Dank für den Preis, den Ludwig Högner, Wilhelm Högner-Preis an den VdK. Ich bedanke mich im Namen aller VdK-Mitglieder, ein paar sind ja heute auch hier, dafür, für diese Anerkennung unserer Arbeit. Das kann eine alleine gar nicht machen, sondern da braucht man ganz, ganz viele, die dazu beitragen und die da mithelfen. Und ja, wir sind stolz drauf, dass wir solch eine Anerkennung unserer Arbeit hier bekommen haben. Und ich darf auch im Namen von Verena Bentele mich ganz herzlich bedanken, die heute leider nicht hier sein kann, weil sie einen anderen Termin wahrnehmen muss. Natascha, du weißt, wie das ist. Und ich möchte mich auch, oder ich freue mich sehr, dass Frau Mette hier ist, die Präsidentin des Landessozialgerichtes, denn sie ist in unserem Rechtsberatungsalltags eine wichtige, mit ihren Mitarbeitern, eine wichtige Partnerin dabei beizutragen, dass das Gefühl, was manche Leute haben, dass es nicht gerecht zugeht in unserem Land, dass wir das ein Stück weit abtragen können, weil ich denke, die Sozialgerichte und der VdK versuchen, das abzutragen und das Gefühl zu geben, doch, es geht gerecht zu in unserem Land. Und vielen Dank, Frau Mette, für Ihre Arbeit und die gute Kooperation. Und wir haben noch... Und ein weiterer Kooperationspartner wird durch Beatrix Zurek hier vertreten, der Mieterverein, die Mietervereine, der Deutsche Mieterbund. Wir haben hier einen Kooperationsvertrag, weil wir seit einigen Jahren erkannt haben, dass die Wohnungsfrage, die Frage, kann ich meine Wohnung behalten, wie bin ich geschützt, ganz wichtig ist für viele unserer Mitglieder und da passt es gut zusammen. Also vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Und ich begrüße alle Abgeordneten des Bayerischen Landtags. Zwei habe ich schon in den letzten Tagen gesehen, die Ruth Müller bei einer Veranstaltung in Niederbayern gestern und den Georg Rosenthal vor 3 Tagen in Unterfranken, weil wir in den letzten 3 Tagen, die Verena Bentele, der Michael Pauster, unser Landesgeschäftsführer, unterwegs waren in Unterfranken, in der Oberpfalz und in Niederbayern, weil wir im Vorfeld der Landtagswahl große Veranstaltungen machen wollen, um das Soziale, um die sozialpolitischen Fragen auf die Tagesordnung auch dieses Landtagswahlkampfes zu bringen. Und wir haben noch 3 Veranstaltungen im September, also auch in Mittelfranken und in München und in Schwaben, also in Oberbayern, aber die findet in München statt, gibt es die Chance, daran teilzunehmen. Wir machen große Veranstaltungen und wenn ich groß sage, dann meine ich, das sind so 600, 800 Teilnehmer, die also gestern Nachmittag sich in Essenbach in einer großen Halle zusammengefunden haben, um zu hören, was die Vertreter der 4 im Landtag vertretenen Parteien sagen. Und Michael Pauster hat großen Beifall bekommen, als er gesagt hat, wir haben ganz bewusst die AfD nicht eingeladen, denn wir können nicht erkennen, dass man mit ihnen über Sozialpolitik diskutieren kann. Riesenbeifall. Und wenn wir so eine Veranstaltung machen, dann geht es eben um unsere Forderungen beziehungsweise zuerst mal um die Beschreibung dessen, was ist. Und diese Beschreibung ist nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben und im stillen Kämmerlein denken, so könnte das sein, sondern das ist das Ergebnis der täglichen Beratungsarbeit in unseren Geschäftsstellen, wo eben das ankommt, dass alte Frauen sagen, das reicht mit meiner
Rente hinten und vorne nicht mehr. Ich kann die Wohnung nicht mehr bezahlen. Und wenn dann Herr Professor Raffelhüschen, mein besonderer Liebling unter den Wissenschaftlern, also sagt, also Altersarmut ist doch gar kein Thema, dann würde ich, denke ich mir mal, du solltest dich mal umhören. Du solltest mal dich in die Niederungen des Alltags begeben, wo Leute eben oder wo Menschen und alte Frauen nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Und sie sparen. Sie sparen wie die Weltmeisterinnen und versuchen nochmal irgendwie das Licht früher auszuschalten, die Heizung runterzudrehen. Eine hat mir mal erzählt, ja, ich nehme die Tablette nur jeden zweiten Tag, dann reicht es länger. Also da kriege ich Gänsehaut. Aber das ist eben nicht erfunden, sondern das ist die Realität und das ist nicht nur eine, sondern das sind viele, die davon betroffen sind. Es geht also um Armut, wovon lebe ich im Alter? Es geht um die Frage, wo habe ich eine bezahlbare Wohnung, die ich auch tatsächlich nutzen kann? Weil mir hilft es nichts, wenn ich nicht mehr in den vierten Stock komme, und mir hilft es nichts, wenn ich das Badezimmer eigentlich nicht mehr nutzen kann, weil man in dieser Wohnung nicht alt werden kann. Und es ist wichtig, jetzt ganz viele Wohnungen zu bauen. Aber bitte kann ich nur alle Politiker drum bitten, achtet auch darauf, dass ihr Wohnungen baut, in denen man alt werden kann und in denen jemand, der also Behinderungen hat, auch leben kann. Das müssen nicht alle Wohnungen sein, aber achtet darauf, dass der notwendige Anteil solcher Wohnungen auch gebaut wird, sonst stehen wir in ein paar Jahren wieder da und sagen, ja, also wir haben einen großen Schub im Wohnungsbau gemacht, aber für bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft und alt werden hoffentlich ganz viele. Die haben dann eben keine geeigneten Wohnungen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und mir hat ein Mitarbeiter der Münchner Stadtverwaltung gesagt, als ich ihn darauf angesprochen habe, der gemeint, jetzt kommen Sie mir doch nicht mit Ihrer Political Correctness. Wir müssen doch jetzt bauen, bauen, bauen. Und dann sage ich, ja, wir müssen bauen, 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 aber wir müssen für alle Menschen bauen, bauen, bauen. Und eben auch für Menschen, die alt werden oder Menschen, die eingeschränkt in ihrer Beweglichkeit sind. Also das sind Themen, die immer wieder bei uns aufschlagen. Und ein weiteres Thema, das ist in Bayern ganz ein heißes Thema, das ist die Frage von Barrierefreiheit und Teilhabe in der Schule. Ja, also ich habe jetzt gelernt, die Landtagspräsidentin Stamm, die an unserer Veranstaltung in Unterfranken teilgenommen hat, hat mich also korrigiert. Es gibt 286 Schulen mit dem Schwerpunkt Inklusion in ganz Bayern, in ganz Bayern. Und was ich wirklich erschreckend finde, die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Förderschulen hat nicht abgenommen, wie man annehmen könnte, weil wir ja jetzt doch, also in immerhin 286 Schulen, Inklusion realisieren. Nein, sie hat zugenommen, oder wie mir der Kultusminister Herr Siebler gestern in Niederbayern gesagt hat, nein, sie hat nicht zugenommen, aber sie ist gleich geblieben. Also auch das kann ich nun nicht als Erfolgsmeldung verwerten, sondern ich muss einfach feststellen, dass wir da noch himmelweit davon weg sind, von wirklicher Inklusion, von wirklicher Teilhabe von Kindern mit und ohne Behinderungen im Kindergarten und in der Schule. Und wer das mal beobachtet hat, der weiß, da könnte es anfangen. Mit dem gemeinsamen Miteinander, mit dem selbstverständlichen Miteinanderleben, weil Kinder sind da ganz unbefangen. Die nehmen das einmal zur Kenntnis, oha, der sitzt also im Rollstuhl oder der kann das oder jenes nicht und dann ist es aber gut. Und dann spielen sie miteinander und dann sind sie miteinander unterwegs. Und das Entscheidende ist aber, natürlich muss dann die bauliche Voraussetzung geschaffen werden, natürlich müssen ausreichende Lehrer und ausreichendes ausgebildetes Personal da sein, damit das gelingt. Und das geht nicht zum Nulltarif. Aber wenn ich mir dann anhöre, was in Bayern alles möglich ist, also die bayerische Kavallerie wird bei der Polizei aufgebaut, es gibt eine bayerische Luftfahrt, sollte es jetzt geben, Bavarian One, wunderbar. Die können dann runtergucken, was hier alles geschafft worden ist. Also da kann ich nur sagen, Geld ist offenbar vorhanden. Und warum
tun wir dann das Geld nicht dahin, wo es wirklich Zukunftszinsen trägt, nämlich in die Kindergärten, in die Kindertagesstätten, in die Schulen. Das ist unsere Zukunft, das ist die Zukunft von Bayern. Und da müssen wir wirklich endlich vorankommen. Und dann geht es, das ist ein Thema, was unseren Mitgliedern und was, glaube ich, da bin ich ganz sicher, nicht nur unseren Mitgliedern, sondern darüber hinaus vielen auf den Nägeln brennt, um die Frage, wo finde ich meinen Arzt? Was passiert denn, wenn mein Arzt, der jetzt schon 60 ist, seine Praxis übergeben will und da ist niemand, der sie haben will? Wie sieht denn das dann aus? Wie komme ich zum Arzt? Wie komme ich zum Facharzt? Wie komme ich zum Beispiel zum Kinderarzt? Wo ist der denn noch? Also die Frage, wie sieht eine gute, flächendeckende Gesundheitsversorgung in einem, ich sage es nochmal, reichen Land wie Bayern aus? Und da ist ich sage es mal ganz vorsichtig, die Vertretung der Standesinteressen durch die Kassenärztliche Vereinigung ist nicht so furchtbar hilfreich in dieser Frage. Also es muss endlich, wir müssen das endlich schaffen, dass wir die Probleme, die wir haben die Frage, wie sieht es mit den kleinen Krankenhäusern auf dem Land aus? Wie können die, welche Funktion, welche Rolle können die in einer künftigen flächendeckenden Gesundheitsversorgung spielen? Wie kann man diese strenge Grenze zwischen niedergelassen und stationären Einrichtungen, wie kann man die konstruktiv überwinden, damit alle eine gute Gesundheitsversorgung haben, ganz gleich, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben. Und das treibt die Leute wirklich um. Also das ist... Und ja, wir sind bei der Pflegeversicherung einen Schritt weit nach vorne gekommen. Also durch das Pflegestärkungsgesetz sind jetzt Menschen mit, wie das so schön heißt, psychischen und kognitiven Einschränkungen. Die meisten können sich eher was darunter vorstellen, wenn ich sage, es geht um demenziell erkrankte Menschen. Die sind jetzt in der Systematik der Pflegeversicherung einbezogen. Klasse. Und es gibt Hilfsangebote, ob es Tagespflege, ob es Nachtpflege ist, ob es Verhinderungspflege ist, Kurzzeitpflege ist. Es ist sehr ausdifferenziert und es steht auf dem Papier als Rechtsanspruch. Aber versuchen Sie mal, so einen Rechtsanspruch auf Kurzzeitpflege umzusetzen. Also das Beispiel, Sie pflegen ihre pflegebedürftige Mutter, Sie sind aber auch noch berufstätig, da wird im November die Urlaubsliste gemacht, Sie wollen im Mai Urlaub machen, tragen sich da ein und wissen, jetzt muss ich gucken, wie ich eine Kurzzeitpflege für meine pflegebedürftige Mutter organisiere. Dann fangen Sie an zu telefonieren und dann hören Sie, rufen Sie mal Ende April an, vielleicht ist ein Bett frei, dann klappt es, aber wir können es Ihnen natürlich nicht versprechen. Also so entlaste ich Angehörige, die die Pflege zu Hause stemmen und es sind 70% aller Pflegebedürftigen, werden zu Hause gepflegt und sie werden in aller Regel von den Töchtern, den Ehefrauen, den Schwiegertöchtern gepflegt. Es gibt auch 30% Männer, die pflegen. Finde ich ganz toll, aber die brauchen auch diese Unterstützung, genau wie die Frauen. Und es kann nicht sein, dass wir jetzt im Gesetz Riesenfortschritte haben, aber es kommt im Alltag der Betroffenen nicht an. Und da kann ich nur sagen, das, was da jetzt erklärt wird von der bayerischen Staatsregierung, was sie da jetzt an zusätzlichen Plätzen schaffen wollen, ja, ich kann nur hoffen, dass es gelingt. Aber es ist ein ganz dringliches Problem, weil vielen bewusst ist, dass Pflege im Alter etwas sein kann, was einen selber treffen kann. Es muss einen nicht selber treffen, aber wenn wir darüber diskutieren, kann ich nur jedem raten, genau hinzuhören, genau hinzugucken, nachzufragen, weil es kann
einen in der Familie treffen und es kann einen auch ganz persönlich treffen. Also Pflege ist ein großes Thema und es ist ein großes landespolitisches Thema, weil die Umsetzung dessen, was im Bund passiert, das findet im Land statt, im Freistaat statt. Und hilft eine schöne Pressekonferenz noch nicht so furchtbar viel. Wobei ich durchaus sage, ja, also 1.000 Euro Pflegegeld, was nicht angerechnet wird auf die Grundsicherung, das ist für mich das Entscheidende, was nicht angerechnet auf die Grundsicherung oder die Hilfe zur Pflege, wenn man die Pflegekosten in der stationären Einrichtung nicht mehr zahlen kann. Also die Nichtanrechnung, das bewerte ich als einen Fortschritt, weil wir seit Jahren darum kämpfen, dass genau dieselbe Regelung auch bei der gesetzlichen Rentenversicherung eingeführt wird, dass wenn jetzt wir Verbesserungen bei der Mütterrente haben, dass das bei den Frauen, die am wenigsten Geld haben und Grundsicherung beantragen müssen, auch ankommt. Im Moment kommt es nicht an, weil es angerechnet wird. Und ich finde, auf diese Anrechnung muss man verzichten, damit die Kommunen müssen darauf verzichten, das auch tatsächlich ankommt, was es dann an Verbesserungen für den Einzelnen gibt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dann gibt es noch eine wunderbare Regelung in der Pflegeversicherung. Es gibt jetzt hauswirtschaftliche Hilfen. Im Werte von 125 Euro kann man für sich nutzen. Sogar schon beim Pflegegrad 1. Und dann denkt man, prima. Das ist für diejenigen, die noch einigermaßen sogar sich zurechtfinden, aber vielleicht nicht mehr die Fenster putzen können oder nicht mehr den schweren Einkauf machen können. 125 Euro, damit kann man was anfangen. Das Geld kann überhaupt nicht genutzt werden, weil in Bayern, es gibt die Regelung, es kann nicht an Einzelpersonen gegeben werden, sondern es muss eine Einrichtung sein. Diese Einrichtung muss eine Leiterin oder ein Leiter, aber meistens wird es eine Leiterin sein, die eine geprüfte Hauswirtschaftsleiterin ist. Und dann müssen diejenigen, die das machen, 40 Stunden qualifiziert werden. 40 Stunden qualifiziert werden. Es geht nicht um Pflege. Es geht um hauswirtschaftliche Hilfe. 40 Stunden qualifiziert werden, damit Sie das dann machen können. Also versuchen Sie das mal zu nutzen. Rechtsanspruch. Sie haben den Rechtsanspruch darauf zu nutzen, aber es ist nicht zu realisieren, weil Bayern, das hat jedes der Bundesländer selber regeln können, Bayern hat sich also darauf verständigt, eine sehr anspruchsvolle Voraussetzung zu schaffen, damit man sowas überhaupt machen kann. Also gut gemeint, aber miserabel gemacht oder an den Realitäten wirklich total vorbei. Das sind so Punkte, die aber auch bei den Menschen ankommen. Mich haben gestern in Niederbayern, haben mich zwei Frauen darauf angesprochen, haben gesagt, ja, wie ist denn das jetzt mit den 125 Euro? Also die Menschen wissen das sehr genau. Und dann kann ich Ihnen nur sagen, ich fürchte, wir können Ihnen da nicht, im Moment jedenfalls nicht weiterhelfen, solange diese Regelungen so ist. Also das ist das, was bei uns tagtäglich ankommt und wo wir uns engagieren und wo wir dann auch hohe Zustimmung bei unseren Mitgliedern und bei denen, die dann bei uns Mitglieder werden. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann, ich bin ja auch Mitglied in der SPD. Als SPD-Mitglied denke ich dann, verdammt nochmal, warum schaffen wir das in der SPD nicht? Aber ich freue mich natürlich als VdK-Mitglied, wenn ich die tollen Mitgliederzahlen sehe und wenn mir der Michael Pauster, unser Landesgeschäftsführer, sagt, und wir haben in dieser Woche wieder 100 neue Mitglieder gewonnen. Und woher kommt das? Woher kommt das? Die Menschen vertrauen uns. Sie wissen, wir sind unabhängig. Wir sind unabhängig von der Wirtschaft. Wir sind unabhängig von der Kirche. Wir sind unabhängig von den Parteien. Und das seit Anfang an. Und ich denke, dass auch die Teilnahme an so einer großen Veranstaltung wie in Niederbayern oder in Unterfranken, das hat schon auch einen politischen Charakter. Weil sie erwarten, dass ausgesprochen wird, dass ich oder die anderen VdK-Redner und Rednerinnen aussprechen, was Sache ist, was den Alltag
betrifft und womit Sie selber sich rumschlagen und was Sie in Ihrer Nachbarschaft auch erleben und dass da nicht drüber weggeredet wird und gesagt wird, ja, das ist schon ganz toll und das steht doch im Gesetz und so, sondern dass gesagt wird, ja, es steht im Gesetz, aber es kommt bei Ihnen zu Hause noch nicht an und da muss da und da was gemacht werden. Und wenn man sich die Geschichte des VdK anguckt, dann war diese Mischung aus Anpacken, ganz praktischer Hilfe und dann auch politischer Interessenvertretung, das war von Anfang an da angelegt. 1945, als der Krieg zu Ende war und die großen Städte in Bayern also ein Trümmerhaufen waren, da haben sich welche zusammengefunden und haben angepackt und haben versucht, Hilfe zu organisieren. Für die kriegsverletzten Männer, für die vielen Frauen, die ihre Männer im Krieg verloren hatten, die Kriegerwitwen. Und im Juli 1945 haben die Ersten sich zusammengeschlossen und haben also so Tausch von Kleidern organisiert, haben verteilt, was ihnen von der Militärregierung an Hilfsmitteln zur Verfügung gestellt wurde. Und es hat sich, also in Rosenheim war die erste dieser Hilfsstellen, die sich da zusammen, erste Betreuungsstelle, die sich da zusammengefunden hat. Und es hat sich also in Windeseile in ganz Bayern verbreitet. Und die, die das damals gemacht haben, hatten dann die Überlegung, wir könnten doch eigentlich einen Verein gründen, wie man das so macht, eine Organisation gründen. 1946 hat es angefangen und die amerikanische Militärregierung hat natürlich erst mal abgelehnt. Man muss sich das vorstellen, da kommen ehemalige Soldaten und sagen, wir wollen eine Organisation gründen. Also das war nicht so unbedingt die Vorstellung, die die Militärregierung von Demokratieaufbau hatte. Hatten wahrscheinlich eher die Vorstellung, da sind lauter Wehrwölfe unterwegs oder was es da sonst so gab. Aber dann gab es doch tatsächlich die Zulassung am 29. November 1946 und da war vor allen Dingen, einer hat sich da besonders hervorgetan, das war Karl Weishäupl. Und Karl Weishäupl hat dann am 4. Dezember 1946, also 29. November haben sie die Genehmigung gekriegt und am 4. Dezember haben sie sich getroffen und haben den Verband gegründet. Der Landesvorsitzende war Max Peschel, der aus dem Umkreis von Thomas Wimmer stammte und in der Person von Karl Weishäupl, der Landesgeschäftsführer wurde, gibt es ja auch eine ganz enge Verbindung zu Wilhelm Högner. Karl Weishäupl war in der zweiten Regierung Högner Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung und er war 24 Jahre von 1950 bis 1974 bayerischer Landtagsabgeordneter der SPD. Manche werden ihn vielleicht noch kennen. Ich erinnere mich noch an einen sehr kantigen Genossen, aber immerhin 24 Jahre. Und er war also war Landesvorsitzender und er war dann auch Präsident des VdK Deutschland. Und für ihn, auch als SPD-Landtagsabgeordneter, war ganz klar, dass der VdK parteipolitisch, also Unterstreichung parteipolitisch unabhängig sein muss, natürlich politisch Stellung bezieht, politische Interessenpolitik macht, aber parteipolitisch sich also unabhängig hält und die nötige Distanz zu allen Parteien hält. Das ist vielleicht im CSU-dominierten Bayern war das auch gut nachvollziehbar. Und ein zweites Element, und das ist mir besonders wichtig, des Erfolgs des VdK, war der Anteil der Frauen an der Mitgliedschaft. Fast die Hälfte unserer Mitglieder waren bereits in den Gründungsjahren Frauen, also 46, 47. Und es ist heute noch so, dass wir fast die Hälfte unserer Mitglieder Frauen sind. Aber wie gesagt, 46, 47, 48, 50 war das eher ungewöhnlich. Aber das ist ganz sicher mit auch ein Erfolgsrezept für den VdK gewesen
Und die Natascha Kohnen hat es schon angesprochen, dann gab es die ersten großen Gesetze, das Bundesversorgungsgesetz 1950, und es war ein sozialpolitischer Erfolg des VDK. Natürlich machen wir nicht die Gesetze, das weiß ich ganz genau. Und natürlich gibt es bei der Mütterrente gibt es viele Mütter, die den Erfolg durchgesetzt haben. Aber ich denke, dass der VDK immer ein ganz wichtige Anstöße gegeben hat und das gesellschaftliche Umfeld vorbereitet hat und Dinge auf die politische Tagesordnung gebracht hat, die dann auch in Gesetzgebung gemündet sind. Also wir sind nicht größenwahnsinnig, wir sagen nicht, wir haben die Gesetze gemacht. Wir wissen schon, was wir können und was wir nicht können, aber das, was wir können, das machen wir auch, nämlich versuchen, Themen auf die politische Tagesordnung zu bringen und dann Gesetzgebung anzustoßen. Und das ist auch das Geheimnis, dass wir, nachdem es dann auch mal eine Delle gab bei den Mitgliedern, weil die Kriegsopfergeneration langsam gestorben ist und der damalige Bundespräsident Heuss hat uns auch geraten, also wenn unsere Aufgabe erfüllt ist, dann sollten wir doch aufhören sozusagen. Aber es war gerade so schön beim VDK und wir haben nicht aufgehört, sondern wir haben erkannt, wie wichtig das ist, so eine Organisation zu haben für alle Rentnerinnen und Rentner. Damals kam auch die erste Generation so in die Rente und dann war das eine wichtige Aufgabe zu beraten, zu unterstützen für Menschen mit Behinderungen. Ich liebe immer solche wunderbaren Begriffe, die ich dann in der Geschichte des VDK finde, das waren die Zivilbeschädigten, die Menschen mit Behinderung. Also feiner Unterschied, gab schon noch Unterschiede, aber gut. Also Menschen mit Behinderung, wir sind heute die größte Organisation für Menschen mit Behinderung, die sich eben nicht nur auf eine Behinderungsform spezialisiert, sondern die versucht, für alle die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, zuletzt beim Bundesteilhabegesetz. Und wir sind der Verband für alle sozial Benachteiligten und für sozial Engagierte. Weil wir haben auch Mitglieder, die nicht nur zu uns kommen, schon also mit dem Fall unterm Arm und die Rechtsberatung ist notwendig, sondern wir haben auch viele, die zu uns kommen, so am Ende ihres Berufslebens, die sagen, ich könnte euch vielleicht mal brauchen. Ich finde es gut, was ihr macht und was kann ich denn bei euch, wo kann ich denn da anpacken? Und wir haben versucht, auch in den letzten Jahren neben den üblichen Vereinsehrenämtern, also Vorsitzender, Schriftführer, Kassier, auch neue Formen von Ehrenämtern zu entwickeln, um Menschen, die zu uns kommen und sagen, ich möchte mich gern sozial engagieren, nicht zu sagen, ja, wir suchen einen Kassier. Und der war gerade, er hat bei der Bank gearbeitet und sagt, ich habe mein ganzes Leben mit Geld gearbeitet. Das will ich jetzt nicht. Ich will was mit Menschen machen. Ich will mich sozial engagieren. Und wir haben versucht, da neue Formen des Ehrenamtes zu entwickeln im Bereich der Pflege, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, auch so als eine Art Lotsen in dem schwierigen Feld der Sozialpolitik, weil meistens sind die Probleme ja nicht mit einer Beratung oder einem gewonnenen Prozess erledigt, sondern da kommen noch ganz andere Sachen dazu. Und wir haben versucht, mit einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit, mit großen Plakataktionen und auch in Fortsetzung der Demonstrationen, die es in den 50er und 60er Jahren gegeben hat, haben wir 2004 auf dem Odeonsplatz mit 30.000 VDK-Mitgliedern und auch vielleicht nicht VDK-Mitgliedern gegen Sozialabbau und Rentenklau demonstriert. Und ich denke, dass, wenn ich so höre, was unsere Mitglieder sagen, da waren viele auch auf dem Königsplatz und die meinen, der VDK müsste doch mal wieder, ja. Das ist jetzt keine Drohung, weil das ist, aber es ist etwas, worüber wir nachdenken. Wir haben versucht, zum Beispiel bei der Pflegeversicherung deutlich zu machen, dass wenn man Lösungen bei der Pflegeversicherung sucht, dann darf man nicht nur den Pflegebedürftigen betrachten, sondern muss die pflegenden Angehörigen dazunehmen. Also das ist eine Einheit, der Pflegebedürftige und der pflegende Angehörige. Was ist für die beiden notwendig, dass dies
gelingen kann. Dass das gelingen kann, ohne dass dann die Tochter oder Schwiegertochter oder Ehefrau, die gepflegt hat, dann, wenn die Pflege zu Ende ist, selber pflegebedürftig ist. Also ich sage das jetzt ein bisschen zugespitzt, aber es ist nicht völlig aus der Welt. Und wir kämpfen dafür, dass Erwerbsminderungsrente, also die Rente, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, dass die so ausgestattet wird, dass sie zum Leben reicht. Also es gibt noch viel zu tun und es ist, also mich motiviert es dann immer wieder, wenn ich in der SZ diese unsäglichen, ganzseitigen Anzeigen der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sehe. Da denke ich, also das ist jetzt der Frontalangriff auf den Sozialstaat. Da wird versucht, die Jungen gegen die Alten gegeneinander auszuspielen mit viel Geld. Also eine ganze Seite in der Süddeutschen Zeitung können wir uns alle nicht leisten. Mit viel Geld wird hier versucht, eine entscheidende Säule unseres Sozialstaates also ein bisschen anzuschießen. Und hier zu sagen, ja, also die Vorstellung ist ja, private Vorsorge ist besser. Da müssten Sie nur ein paar Seiten weiterlesen in der Süddeutschen Zeitung. Da steht dann im Wirtschaftsteil, dass private Lebensversicherungen im Moment erhebliche Probleme haben. Also auch ökonomisch ist es verrückt, was diese neue soziale Marktwirtschaft hier macht. Aber das Entscheidende ist, dass hier der Zusammenhalt in der Gesellschaft angeschossen wird. Und Sie haben ja auch so ein schönes Bild dabei. Und dass wir alle miteinander uns dagegen wehren müssen. Und wir, wenn ich jetzt wir sage, meine ich die VdK-Familie, wir wehren uns dagegen, aber wir wissen uns da sehr einig mit vielen, vielen anderen und wir wissen uns da auch sehr einig mit den Abgeordneten der SPD, die sich auch dagegen wehren. Und ab und zu trifft man sich ja auch gemeinsam und freut sich dann, dass man dieselben Positionen vertritt. Aber ich habe auch schon von Genossinnen gehört, die gesagt hat, Mai, muss denn immer so kritisch sein? Du könntest uns, das ist dann uns SPDler, doch auch ein bisschen mehr loben. Also ich denke, die SPD ist in aller Regel auf der richtigen Seite und da treffen wir uns. Und ich bedanke mich im Namen aller VdK-Mitglieder und der Verena Bentele sehr herzlich für diese ehrenvolle Urkunde, wenn ich mir die Reihe angucke, wer diesen Preis schon bekommen hat. Wir fühlen uns da sehr wohl in dieser Gesellschaft. Vielen Dank. Applaus